ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF, wieso nebenberuflich selbstständig Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Ich stelle dazu die Eieruhr auf 30 Minuten. Ich bin angekommen im Kapitel Erfolgreich werben mit kleinem Budget. Das Kapitel ist folgendermaßen unterteilt. Dreh- und Angelpunkt die Zielgruppe. Das unverwechselbare Erscheinungsbild. Klassische Werbemedien und Maßnahmen. Die professionelle Webseite. Werbung in sozialen Netzwerken, der Umgang mit Kunden und Interessenten, und dann ist es auch schon vorbei auf der Seite 95 ist das vorbei. Es geht von Seite 79 bis Seite 95. So. Erfolgreich werben mit kleinem Budget. Wer nicht wirbt, der stirbt. Diese Kaufmannsweisheit gilt heute mehr denn je. Zwar haben sich die Werbemedien und Methoden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gewandelt, aber auch für Kleinunternehmer gehört das Klappern zum Handwerk. Dass Sie in aller Regel nur einen äußerst begrenzten Etat für Ihr Marketing- und Werbeaktivitäten zur Verfügung haben sollen, sollte Sie nicht entmutigen. Wenn das Geld knapp ist, dann ist eben Kreativität gefragt. Dreh- und Angelpunkt, die Zielgruppe. Dreh- und Angelpunkt die Zielgruppe. Bevor Sie mit der Werbung beginnen, sollte eindeutig klar sein, wen Sie damit erreichen wollten. Das ist die sogenannte Zielgruppe. Eine Zielgruppe besteht aus allen Menschen, Firmen und Institutionen, die als Käufer für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in Frage kommen. Die Zielgruppe des Fahrradhändlers sind theoretisch alle, die gern Fahrrad fahren. In der Freizeit, zur Arbeit oder zur Schule. Die Zielgruppe des Goldschmieds sind alle, die Freunde, die Freude an hochwertigem Schmuck haben und über das nötige Geld verfügen, diesen auch zu kaufen. Die Zielgruppe des Webdesigners sind einerseits Unternehmen, die eine Internetseite benötigen, und andererseits Agenturen, die für die Projekte ihrer Kunden freie Mitarbeiter brauchen. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Zielgruppe aus verschiedenen Gründen begrenzt sein kann, zum Beispiel lokal. Die Zielgruppe einer Bäckerei ist meist auf den Wohnort begrenzt, die eines Fahrradhändlers regional, je nach Konkurrenzsituation, die eines Versandhandels bundesweit, und die Zielgruppe eines Spezialanbieters in einer Marktnische kann, auch wenn es sich um einen Kleinbetrieb handelt, international zusammengesetzt sein. Nun liegt es an Ihnen, Ihre Zielgruppe möglichst treffend einzugrenzen und dann herauszufinden, wie Sie Ihre potenziellen Kunden so kostengünstig wie möglich ansprechen können. Dabei sollten Sie auch so weit wie möglich versuchen, sich in
Ihre Zielgruppe hineinzuversetzen. Stellen Sie zu den folgenden Fragen Überlegungen an. Sind es eher Akademiker mit Sinn für Differenzierung oder Menschen, die eine klare und einfache Ansprache bevorzugen? Sind es Fachleute, die Sie möglichst in Ihrem Jargon ansprechen sollten, oder Laien, denen ein komplizierter Sachverhalt möglichst einfach erklärt werden muss? Handelt es sich um Schnäppchenjäger oder sind die Menschen in Ihrer Zielgruppe bereit, für besondere Merkmale oder hohe Qualität auch etwas mehr Geld auszugeben? Spielen besondere Wertvorstellungen wie Ökologie, Modebewusstsein oder Avantgardismus in Ihrer Zielgruppe eine herausragende Rolle? Aus diesen Fragen ergibt sich, mit welchen Argumenten und in welchem Stil Sie Ihre Zielgruppe ansprechen sollten. Dabei ist es immer gut, gedanklich die Seiten zu wechseln und zu bedenken, wie würden Sie gern angesprochen werden, wenn Sie in der Haut Ihrer Kunden stecken würden? Das unverwechselbare Erscheinungsbild. Es gibt ein Zitat: Gutes Design ist langlebig, einer Diplom-Grafikdesignerin. Es gibt eine Checkliste: Vorsicht, Markenschutz prüfen, und das Ganze endet mit einem Tipp. Ich lese zuerst das Zitat. Also, gutes Design ist langlebig. Die Diplom-Grafikdesignerin erläutert, Sie sollen Ihr Corporate Design CD möglichst lange nutzen, möglichst lang nutzen. Ein gleichbleibendes Erscheinungsbild schafft Vertrauen. Ein guter Grafiker arbeitet ein CD für Sie, das auf Ein guter Grafiker A arbeitet ein CD, ein Corporate Design für Sie, das auf Anhieb vielleicht ein wenig reduziert wirkt, aber dadurch auf Dauer eine starke Wirkung entfaltet. Man kennt das aus der Mode. Es gibt die Klassiker, die man über Jahre hin anzieht, und die auffallenden Stücke, die man nach einer Saison satt hat. Lassen Sie sich Zeit und schauen Sie sich die Entwürfe mehrmals mit Abstand an, ehe Sie entscheiden. Sie erkennen bald, was Bestand haben wird. So, und jetzt geht es los. Das unverwechselbare Erscheinungsbild. Jede Marke braucht ein unverwechselbares Erkennungszeichen. Das Logo in Großunternehmen werden unter dem Titel Corporate Design ganze Handbücher verfasst. Dort wird akribisch festgelegt, in welcher Form und an welchem Platz Logo und Unternehmensfarbe in Broschüren, Anzeigen, Werbespots, Internetauftritten oder Briefen aufzutauchen haben. So streng brauchen Sie dies nicht zu betrachten. Sie sind doch schließlich ein Kleinunternehmer und kein Weltkonzern. Außerdem können Sie schwerlich mal kurz 100.000 Euro in die Entwicklung Ihrer Corporate Design Richtlinien mitsamt dazugehörigem Handbuch investieren. Aber schon mit geringem Aufwand und etwas Konsequenz lässt sich auch für ein Kleinunternehmen ein optischer Wiedererkennungsfaktor schaffen. Dazu benötigen Sie im Wesentlichen drei Bestandteile: das Logo, eine Unternehmensfarbe und eine durchgängig eingesetzte Schriftart. Ein Logo muss keine teure Angelegenheit sein, vorausgesetzt, Sie lassen sich nicht zig Entwürfe basteln und beauftragen damit keine teure Werbeagentur, sondern einen freiberuflichen Grafikdesigner oder einen Studenten. Schon im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich lassen sich professionelle Ergebnisse erzielen. Wichtig ist, dass Sie von vornherein Ihre Vorstellung klar äußern und dem Auftragnehmer Ihr geschäftliches Vorhaben deutlich beschreiben. Auf diese Weise reduzieren Sie das Risiko, dass der Grafiker mangels brauchbarer Informationen die meiste Zeit für den Papierkorb arbeitet und Sie hinterher zu viel Geld für teilweise überflüssige Arbeit bezahlen müssen. Auch die Unternehmensfarbe kann auf subtile Weise Merkmale Ihres Berufs, Ihres Leistungs- und Produktangebotes
oder ihrer Persönlichkeit unterstreichen. Lauttöne stehen beispielsweise für Klarheit und werden häufig mit Elementen wie Metall oder Wasser in Verbindung gebracht. Grün wirkt natürlich, in Klammern und Anführungsstrichen, bio und ausgleichend, rot hingegen dynamisch und auffällig. Checkliste, farblich abgesetzt. Eigenschaften eines professionellen Logos. Achten Sie darauf, dass schon beim Skizzieren der ersten Entwürfe die Kriterien für ein gutes Logo erfüllt werden. Es stellt möglichst sofort eine erkennbare Verbindung mit Ihnen zu Ihrem Metier oder zu Ihrem Namen her. Ihr Name ist gut lesbar und Symbole lassen sich schnell erkennen. Das Logo kann auch ohne Farbschattierung oder Verläufe als reine Schwarz-Weiß-Variante, etwa für Firmenstempel, eingesetzt werden. Das Format ist so flexibel, dass sich das Logo auf allen gängigen Werbemedien von der Visitenkarte über das Plakat bis hin zur Website verwenden lässt. So, weiter im Text. Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch einheitliche Schriftarten, die Sie möglichst durchgängig verwenden. Zum Beispiel eine bestimmte Schriftart für Ihren Namen und Ihre Adressdaten sowie die Korrespondenz. Vorsicht, Markenschutz prüfen. Wenn Sie eine Geschäftsbezeichnung verwenden oder Ihre Produkte unter einem Markennamen verkaufen wollen, sollten Sie zuvor prüfen, ob ein anderes Unternehmen bereits Ansprüche darauf angemeldet hat. Ermitteln lässt sich dies über eine Online-Recherche beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dpma.de Marke Recherche. Ist ein Markenname bereits für Ihre Branche in Deutschland geschützt, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Ansonsten würden Sie eine teure Abmahnung riskieren und müssen Ihre bereits erstellten Werbemittel wieder entsorgen. Tipp: Nicht zu weit vom Standard entfernen. Im Vordergrund sollte dabei stets die gute Lesbarkeit stehen. Allzu exotische Schriften mögen zwar auffällig sein, wirken aber gerade bei schlechter Lesbarkeit schnell aufdringlich und deplatziert. Wenn Sie Dokumente per Mail verschicken, sollten Sie davon ausgehen, dass der Empfänger nicht unbedingt ausgefallene Schriftarten auf seinem Rechner hat und der Text in anderer Schrift unordentlich wirkt. So. Es geht weiter mit klassische Werbemedien und Maßnahmen. Und weil ich schon zwei Unterabschnitte gelesen habe in dem Kapitel Erfolgreich werben mit kleinem Budget, mache ich wieder eine Pause. Tschüss.